Titten auf den Tisch! Was ist jetzt besser? Instagram, Healthy, Lifestyle, Fitness oder Selbstliebe, Booty Shake, Scheiß auf alles, isst die Pizza, egal wie viel du wiegst? Was ist Selbstliebe? Das oder das? Das ist eine Thematik, mit der ich mich 2017 extrem krass viel auseinandergesetzt habe, weil ich eben diese Selbstliebe, Booty Shake, Scheiß drauf Richtung super cool finde und auf der anderen Seite mich aber immer wieder dabei ertappt habe, wie ich irgendwie Leute im Internet gesehen habe, die sich sehr gesund ernährt und ja, auch sehr viel Sport gemacht haben mit dem Wunsch, irgendwie möchte ich auch dazu gehören. Ja, und deswegen habe ich ganz, ganz viel darüber nachgedacht, was ist denn jetzt Selbstliebe? Also, was ist das Richtige für mich? Dabei ist das rausgekommen, was eigentlich immer dabei rauskommt, wenn man sich über Internettrends Gedanken macht. Ich bin in der Grauzone. Ich liebe Pizza und ich liebe es manchmal einfach abends so im Gammellook rumzusitzen und drauf zu scheißen und einfach reinzuschaufeln. Aber auf der anderen Seite, wie lange lebe ich, wenn ich jeden Tag Junkfood esse? Auch wenn ich lange lebe, wie fühle ich mich während dieser Zeit? 2017 habe ich mich richtig scheiße gefühlt. Also ich bin scheiße mit meinem Körper umgegangen. Ich habe nur Dreck gefressen, ich habe mich nicht bewegt, ich hatte super viel Stress, habe mich dann ganz ehrlich mal hingesetzt und habe überlegt, was ist in deinem Fall Selbstliebe? Du magst dich, du möchtest gut zu dir sein. Was müsstest du verändern, damit du dich besser fühlst? Genau, und dabei sind 4 Dinge an der Zahl rumgekommen, eigentlich noch viel mehr, aber wir wollen ja erstmal klein anfangen. Die werde ich die nächsten 14 Tage verändern. Ich stehe 2 Stunden früher auf als normal. Vielleicht kennt ihr den 5 AM Club, da geht es darum, quasi um 5 Uhr morgens aufzustehen. Aber im Grunde genommen geht es darum, 2 Stunden vor seiner Zeit aufzustehen. Ich werde die nächsten 2 Wochen jeden Tag 20 Minuten meditieren. Ich habe nicht besonders viel Erfahrung in Meditation, aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, war mega geil und trotzdem mache ich es einfach nie, nie. Unter anderem werde ich die nächsten 2 Wochen 4-mal die Woche Sport machen mit dem Sponsor dieses Videos, 8Fit. Ja, 8Fit hat so kleine Trainingseinheiten auf verschiedenen Leveln. Die gehen immer so zwischen 7 und 9 Minuten und ich halte das für relativ realistisch. Ja, so sage ich jetzt mal 7 bis 20 Minuten am Tag kriege ich hin, aber ich werde niemals ein Mensch sein, der irgendwie 3 Stunden am Tag ins Fitnessstudio läuft oder so. Ich werde in den Tagen, wo ich keinen Sport mit 8Fit mache, werde ich Yoga machen. Ich mache das so gerne und es tut mir so gut. Also immer in Zeiten, wo ich das mache, bin ich so viel ausgeglichener und ich fühle mich so viel wohler in meinem Körper. Und deswegen möchte ich einfach, dass das ein größerer Teil meines Lebens wird. Wie soll es anders sein? Ich werde mich gesund ernähren. Mit der 8Fit-App vollwertig vegan, mit ganz viel Obst und Gemüse und wenig Fertigprodukten, gar keinen Fertigprodukten ernähren, ja. Ich bin definitiv ein Fertigprodukte-Mensch. Ja, auch vegan geht das. Und ich würde sagen, das reicht erstmal, um so einen faulen Sofa-Menschen wie mich aus der Reserve zu locken. Viel Spaß! Guten Morgen! Es ist 7:45. Ich fühle mich richtig geil, weil ich beim Sonnenaufgang dabei bin. Ich habe letztens noch gelesen, jeden Tag findet ein Sonnenaufgang und ein Sonnenuntergang statt. Es ist deine Entscheidung, ob du es dir ansiehst oder nicht. Und das fand ich voll schön. Ich bin ein bisschen müde, weil es ist halt 2 Stunden vor meiner Zeit. Wir sehen uns später. Hadi, tschüss. Ich habe mir jetzt provisorisch Obst geschnibbelt. Ich habe ja schon mal Rohkost gemacht. Das habe ich ja auch hier auf YouTube veröffentlicht. Und dann musste ich jeden Morgen Obst essen. Ich fand es so scheiße. Ich habe das richtig doll gehasst. Nach 5 Tagen war ich so doll daran gewöhnt, dass ich den kompletten 2 Monate danach jeden Morgen eine Riesenschüssel Obst gegessen habe. Und da ist mir erst bewusst geworden, was für ein krasses Gewohnheitstier der Mensch ist. Okay, also, ich habe es noch nicht geschafft, einkaufen zu gehen, aber ich habe mir gerade einen Snack da rausgesucht. Ich hatte noch eine halbe Avocado und habe Kakaopulver und Agavendicksaft reingemacht. Das schmeckt nicht mehr wie Avocado, das schmeckt wie Schokopudding. Ihr könnt es natürlich schöner anrichten als ich hier. Sieht ja so ein bisschen aus wie Durchfall. Ich habe jetzt doch gemerkt, was ich für eine Oma bin. Alter, ich habe das leichteste Workout gemacht. Level 1, Stufe 1. Die Liegestütze an der Wand haben mich schon fertig gemacht. Was ist denn los mit mir? Ich bin ein faules Schwein. Die sagen, ich habe 254 Kalorien verbrannt. Na, dann will ich mal schnell was essen gehen. Nicht, dass wir hier noch an Gewicht verlieren.
bisschen Yoga. Ich habe früher immer morgens Yoga gemacht. Und es hat mir sehr doll gut getan. Nur noch einmal, um das kurz festzuhalten. Das ist mein aktueller Sportstand. Ich schwöre bei Gott, vor einem halben Jahr bin ich noch an meine Füße gekommen. Wie schnell kann ein Mensch verkürzen? Was ist das? Bin ich der Verkürzer? Om Namah Shivaya. Ich habe den Sonnengruß passig zum Sonnenaufgang gemacht. Ich glaube, das habe ich so bewusst noch nie in meinem Leben gemacht. Das fand ich super cool. Ich habe die Sonne begrüßt. Hallo Sonne. Okay, wow. Das ist mein Frühstück. Ja, und das flöte ich mir jetzt rein, lese ein bisschen. Piu, Zwischenstand, Tag 2. Ich fühle mich geil. Die Motivation ist groß, wenn man einen Tag einmal was gemacht hat. Und genau so ging es die nächsten 12 Tage weiter. Früh aufstehen, meditieren, Sport, Yoga und gesunde Ernährung. Ich will sterben. Ich habe den Muskelkater aus der Hölle. Meine Beine tun so weh. Ich glaube, ich kann nicht selbstständig auf die Toilette gehen. Wie kann das sein? Von 10 Minuten Sport? Was bin ich? Ich bin kein Mensch. Ich bin ein Alien. Aber nicht so ein cooles Alien, das alles kann, sondern eins von einem minderwertigeren Planeten. Ich war eben richtig doll gestresst und jetzt bin ich es gar nicht mehr. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Wenn ihr sowas macht und euer Leben verändert zum Besseren, ihr könnt auch euch viel besser fühlen als andere. Also ich kann mich jetzt viel besser fühlen als Kevin. Großartig gemacht. Nee, aber kein Scherz. Ich habe das Gefühl heute zum ersten Mal, dass ich schon stärker geworden bin. Ich bin stark. Und zwar habe ich gerade die App aufgemacht und habe mir rausgesucht, was ich morgen früh frühstücken möchte. Ich habe euch das nämlich noch gar nicht gezeigt. Ich ernähre mich ja im Moment vegan, 100% vegan mit dieser 8Fit App. Was mir ehrlich gesagt ganz gut hilft, muss ich sagen. Viele Leute, die keinen Bezug zum Veganismus haben, wissen das immer gar nicht, weil im Internet immer nur die Leute sind, die vegan sind und Yoga machen, die halt den ganzen Tag nur Obst und Gemüse essen. Aber vegan heißt nicht automatisch gesund. Also du kannst auch den ganzen Tag Sojaschnitzel mit Pommes und Ketchup essen und Oreo-Kekse. Also du kannst dich vegan auch super krass ungesund ernähren und dazu neige ich so ein bisschen und deswegen hilft mir das gerade ein bisschen, weil diese Rezepte halt dadurch, dass es halt einfach eine Fitness-App ist, sehr auf Gesundheit und ausgewogene Ernährung ausgelegt sind. Und man kann halt 3 Sachen auswählen, wenn man die App halt hat. Und möchte man Gewicht verlieren, möchte man Muskeln aufbauen oder möchte man fitter werden? Und ich habe mir halt fitter werden rausgesucht, weil mein Ziel halt nicht ist, Gewicht abzunehmen. Also wenn ich jetzt über die Zeit 1 Kilo verlieren würde, würde ich dem jetzt nicht nachweinen, sagen wir mal so. Aber ich wollte einfach nicht, dass das das Ziel dieses Selbstversuchs ist, weil darum geht es nicht. Es geht um ein inneres Gefühl und nicht um eine Oberflächlichkeit in dem Sinne. Und dann sind hier halt immer so Rezepte für den Tag oder möchte ich das Rezept ändern und wenn man dann halt auf Ändern klickt, dann kommen halt so Alternativrezepte. Es ist Samstagabend und die ganze WG ist feiern oder auf Tinder-Dates. Und Jaco Busch, was hat sie getan? Sie hat eben Yoga gemacht und jetzt bereitet sie ihr Streberfrühstück für morgen früh vor. Willkommen in meiner neuen Welt. So, ich wollte euch einmal mitnehmen und mit euch mein Frühstück für morgen vorbereiten. Da suche ich jetzt mal mein Lieblingsrezept raus. Where is it? Hier die Erdnuss. Overnight Oats. Dafür braucht ihr Haferflocken, eine pflanzliche Milch, Erdnussmus, irgendein Süßungsmittel und Chiasamen oder Leinsamen. Dann macht ihr Haferflocken rein. Macht das immer so nach Gefühl. Man kann das auch nicht alles immer so... Man darf sich nicht immer so viel an die Regeln halten. Das tut auch nicht gut. Das ist auch nicht gut für die Psyche. Dann kommen noch 2 Gramm Chiasamen hinzu. Zack.
kommt noch ein Esslöffel Mandelmus hinzu. Zack, die Bohne. Und am Ende noch eine Prise Agavensirup. Jetzt kommt es ab in den Kühlschrank. Guten Morgen, Leute. Sonnenblumenkerne oder Kürbiskerne? Und Zimt. Massenhaft Zimt. Fertig ist unser Fitnessfrühstück. Das ist aber so schön. Hello, Boys and Girls, wir befinden uns am Abend des 14. Tages und ich wollte einmal kurz ein zusammenfassendes, kurzes Fazit geben. Ich habe mich schon lange nicht mehr so leichtfüßig gefühlt. Ich glaube, das liegt am Sport und an der Ernährung halt. Also ich bin viel fitter, ich habe viel mehr Bock, Dinge zu unternehmen, ich habe viel mehr Energie und ich überlebe Treppenhäuser. Ich habe ja im Moment viele Wohnungsbesichtigungen und ich bin die Erste oben im 5. Stock. Okay, nicht die Erste, aber auf jeden Fall bin ich nicht die Letzte, so wie sonst. Ja, und irgendwie ist mir in diesen 14 Tagen so krass bewusst geworden, was der Unterschied zwischen dem ist, was ich jetzt mache und dem, was ich früher, gerade in meiner Teenie-Zeit und so gemacht habe. Ich habe das jetzt gemacht, weil ich mich liebe und nicht, weil ich mich hasse oder meinen Körper hasse. Ich mag mich und deswegen wollte ich mir was Gutes tun. Und das hat auch einfach zu 100% funktioniert, weil man dann nicht zu streng zu sich ist. Ich glaube, da muss man einfach ehrlich zu sich selber sein, wisst ihr? So, bin ich total der Fitness-Freak und bin vielleicht zu hart zu mir und deswegen geht es mir manchmal schlecht? Muss ich mal locker lassen? Oder bin ich einfach zu fahrlässig mit mir und behandle mich schlecht und muss vielleicht mal ein bisschen Disziplin in die Sache reinbringen und mich an Dinge gewöhnen? Man sagt ja auch, der Kopf braucht ganz, ganz viele Wiederholungen, bis eine Sache einfach Gewohnheit geworden ist. Genau, und das wäre halt auch einfach ein Tipp von mir an all die Menschen, die das Gefühl haben, dass sie sich nicht so gut fühlen wegen ein paar Lebensgewohnheiten. Also schreibt mal wirklich auf, was die Dinge sind, die sich in eurem Leben bewährt haben. Gab es Zeiten, in denen ihr euch gut gefühlt habt? Also zum Beispiel Sport war auf meiner Liste nicht, weil man das so macht, sondern einfach, weil ich mich zurückerinnert habe an Zeiten, wo ich unfassbar viel Bewegung hatte und mich einfach mega geil gefühlt habe. Auch wenn ich zu faul bin. Da hat was in der Küche gekracht. Ich hoffe, es war nicht mein Freund. Selbstliebe ist halt am Ende ein Gefühl und nicht eine Tat. Also zum Beispiel diese ganzen Body-Positivity-Leute, ganz viele davon haben ja auch einen Hintergrund mit Essstörungen und für die ist das halt genau das Richtige, so scheiß auf alles, weil die das brauchen, ja, für diese mentale Gesundheit einfach mal locker zu lassen. Steck dich nicht in Schubladen, sondern ja, mach dir eine Liste und überleg dir, was deine individuelle Form ist, deine Selbstliebe auszudrücken in deinem Alltag. Ansonsten bleibt alles beim Alten und ich werde dranbleiben und weitermachen. Ja, und vielleicht irgendwann ein Update hochladen, weil ich bei den Olympischen Spielen gelandet bin. Die sind schon nächsten Monat, ne? Es könnte knapp werden. Ich verlinke euch an dieser Stelle auf jeden Fall meine anderen Wuschperimente, Pole Dance, Fasten und so weiter, findet ihr alles hier in der Playlist und unten in der Infobox den Link zum Sponsor 8Fit. Ein großes Danke nochmal an eure Unterstützung. Da könnt ihr euch die App runterladen, wenn ihr Bock habt, das mal auszuprobieren. Genau! Und ansonsten sage ich, ihr seid süß, ihr seid klein. Ich bin ein Sporthase. Ciao, Kakao.